Hallo, ich bin's, Karin von Stempelpünktchen. Im vierten und vorletzten Video zur Reihe ein Set 5 Tage, 20 Ideen mit dem Produktpaket Baumzauber möchte ich euch diese Tasche, also ich habe sie gefunden unter Werkzeugtasche. Ich habe jetzt vergessen, wo genau. Ich schreibe euch das noch drunter, wo ich das genau entdeckt habe, die Idee hier für diese Werkzeugtasche. Und ja, ich habe sie befüllt mit Hershey Kisses. Und ja, da steckt vorne ein kleines Großkärtchen drinnen, das man rausziehen kann und eben dann auch wieder reinstecken. Die Kisses purzeln da durch die Gegend. Dann habe ich sie, das Ganze hier etwas verziert mit so Elementen, die ich von den Schneeflocken abgeschnitten habe. Und ansonsten ist es mit dem Designerpapier Zauber der Feiertage gebastelt. Ja, und das Ganze geht eigentlich ganz schnell und einfach. Und ich möchte euch jetzt einfach zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar starten wir mit einem Stück Designerpapier mit den Maßen 16 x 22,5 cm. Und wir nehmen uns das Schneid- und Falzbrett zur Hand. Und also übrigens, dieses Designerpapier finde ich auch wieder extrem schön. Und ich stehe auf Weihnachtspapier, das nicht typisch weihnachtlich ist, also von den Farben her. Mir gefällt meistens die Kombination von Rot und Grün nicht so besonders. Kommt auf die Rot- und Grüntöne drauf an. Aber alles, was dann nicht so rot-grün typisch ist, finde ich einfach super. Okay, an der kurzen Seite falzen wir dieses Stück Designerpapier einmal bei 4 cm und das von beiden Seiten, also um 180 Grad drehen, noch einmal bei 4 cm anlegen und ja, falzen. Dann drehen wir das Designerpapier auf die lange Seite, falzen einmal bei 8 cm. Schieben zurück auf 4 cm und falzen hier jetzt von oben bis zur Falzlinie oder beziehungsweise ich lege jetzt bei der Falzlinie an und falze dann nach oben und von der zweiten Falzlinie unten auch bis zum Rand. Also dieses Mittelstück hier wird ausgelassen. Dann drehe ich das Papier wieder um 180 Grad und wiederhole das Ganze, das heißt bei 8 cm falzen und bei 4 cm nur von der unteren Falzlinie bis zum Papierrand nach unten und von der oberen Falzlinie bis zum Papierrand nach oben. Das war jetzt noch nicht. Okay, so, dann brauchen wir noch das Lineal und einen Faltstift. Und hier an der kurzen Seite, da haben wir jetzt die beiden Falzlinien. Und hier in der Mitte machen wir uns eine Markierung. Also die beiden Falzlinien sind 8 cm auseinander. Und die Mitte ist sozusagen bei 4 cm. Da mache ich mir einfach mit dem Falzstift hier eine Markierung und dann ziehe ich hier, also da, wo die durchgehende Falzlinie ist, also hier, man sieht es kaum leider, habe ich die Falzlinie, die nicht durchgängig ist, also wo in der Mitte unterbrochen ist und darunter die Falzlinie, wo unterbrochen ist. Und hier, wo diese Falzlinie an den Rand trifft, da verbinde ich von hier zu dieser Markierung oben in der Mitte. Dabei kreuze ich auch noch
wenn ich alles richtig gemacht habe, diesen Punkt hier, wo die seitliche Falzlinie mit dieser Falzlinie hier aufeinander trifft, kreuze ich hier auch nochmal diagonal durch. Und dasselbe mache ich auf der zweiten Seite. Und dann entsteht hier so ein Dach sozusagen, so eine Spitze. Und dann drehe ich das Papier einmal rundherum und wiederhole das Ganze auch noch einmal. Also die Markierung in der Mitte setzen und dann die beiden Diagonalen zum Rand ziehen. So, sobald ich das gemacht habe, nehme ich jetzt die Papierschere zur Hand. Und ich habe hier seitlich ja diese 4 cm. Und da, wo die Diagonale auf den Rand trifft, hier habe ich eine Falzlinie und entlang dieser schneide ich jetzt bis zu der Querfalz rauf. Und die nächste Falzlinie, wo auch die Diagonale hier auf den Rand trifft, genauso, also dieses Mittelstück schneide ich sozusagen weg oder lose eigentlich mehr, nicht weg, weil es bleibt ja dran hängen. Und dasselbe gegenüberliegend und dann falze ich mal alle oder ja, falte ich alle geraden Falzlinien einmal nach. Außer diese kleinen hier am Rand, die brauche ich zurzeit noch nicht. Und außerdem dann noch die Diagonalen, da wird sich dann rausstellen, wie genau ihr gearbeitet habt. Und dann kann ich Flüssigkleber hier in diese Ecken geben. Und das einmal hier umknicken und kleben. Und das an allen vier Ecken. So, wenn das jetzt umgeklebt ist, dann habe ich hier ja so freistehend sozusagen so kleine Dreieckchen. Und entlang der knicke ich jetzt einmal um. Und wenn ihr, so wie ich, hier jetzt nicht genau gearbeitet habt und das Designerpapier hier rausschaut, dann geht ihr hier bitte einmal her und schneidet das nach, damit das schön aussieht und nicht da was hervorblitzt. Ja, eben alle diese Dreieckchen einmal umfalten. Und dann im nächsten Schritt nehmt ihr diese Dreieckchen und gebt Flüssigkleber ganz an den Rand, wirklich nur an den Rand. Nicht zu viel, und zwar hier an der Falzlinie entlang und hier an der Schnittkante entlang. Bis zum Spitz nach vorne und dann holt ihr euch dieses Stück hier zu euch und geht dann mit diesem Dreieckchen hier drüber. Schön ausrichten und so soll das dann trocknen. Und so baut ihr euch die Seitenwände jetzt einmal rundherum zusammen. Okay, so sieht das zusammengebaut aus und wir sind auch schon fast fertig. Jetzt gehen wir einmal her. Ich nehme mir einfach jetzt einen Bleistift und von der Spitze entlang, hier haben wir ja diese Schnittkante, wo wir die beiden Papiere nach innen geklebt haben. Und entlang dieser Kante oder Schnittkante, ja, von der Spitze weg, messe ich mir jetzt 1,5 cm nach unten.
und markiere mir da einen Punkt und dasselbe auf der anderen Seite. Auch wieder 1,5 cm nach unten messen. Und dann nehme ich mir eine Lochzange, die groß genug ist, dass durch das Loch dann nachher ein Strohhalm durchpasst. Und die setze ich jetzt auf diesen Punkt auf. Und zwar mittig auch auf diese Schnittkante. Und dasselbe eben wieder gegenüber. Somit habe ich schon meine Löcher. Dann nehmt ihr euch einen Papierstrohhalm und fädelt den einfach einmal durch beide Löcher durch. Und ja, so dass es er wieder ca. 2 cm auf der anderen Seite raussteht. Und dann nehmt ihr euch eine Schere. Ich würde eine große Schere nehmen, da geht es leichter. Und schneidet einfach das zweite Ende auch noch 2 cm ab. So, dann brauchen wir das Einsteckhärtchen. Dafür habe ich 2 Stück Farbkarton schon vorbereitet. Einmal in Kirschblüte und das hat die Maße 3,3 x 5,8 cm und das in Grundweiß hat 3 x 5,5 cm. Und dann stempeln wir einmal mit dem Stempelkissen Memento. Weihnachten ist, wenn unterm Baum Liebe und Freude liegen, auf den grundweißen Farbkarton mittig drauf. Und zusätzlich, weil ich sie einfach liebe, ich habe sie, glaube ich, jetzt jeden Tag verwendet bei meinen Projekten, weil sie einfach eine wirklich schöne Zierde sind, setze ich mir wieder 2 so Sternchen noch als Zierde mit drauf. Jeweils einen kleinen Klecks Flüssigkleber. Und oder ihr arbeitet eben mit den kleinen Glue Dots, wie ich es am Anfang der Woche immer gemacht habe. Und die Sternchen draufsetzen und dann klebt ihr den grundweißen Farbkarton auf das Kirschblüten-Farbkartonstück auf. So, das Werkzeugtäschchen, das nehmen wir jetzt und damit wir etwas leichter die Kärtchen hier oder das Kärtchen ein- und ausschieben können. Ups, ich habe das Sternchen verloren. So, gehen wir einfach circa Pi mal Daumen in die Mitte und stanzen uns hier hinten so ein Eingriffsloch aus. Und dann können wir das Kärtchen hier reinstecken. Und das sollte gut funktionieren, wenn ihr nicht zu weit mit dem Kleber reingegangen seid. Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Dann sind wir auch schon fast fertig. Jetzt fehlt wirklich nur noch die Deko. Einmal das glitzernde Organdi-Band. Da schneide ich mir ein Stück ab. Und mache einmal eine Schleife hier um meinen Strohhalm. Und eins habe ich bereits vorbereitet. Hier so ein Zierelement. Also es gibt diese, ich zeige es euch kurz, diese Schneeflocken, die zauberhaften Schneeflocken heißen die. Und das sind eigentlich relativ viele in einer Packung
und zwar genau 24, also 4 so Blätter mit je 6 Schneeflocken. Und ich habe hier eine genommen und habe die eben zerschnitten. Ich zeige euch jetzt kurz noch, wie ich geschnitten habe. Und zwar zuerst bin ich hier hergegangen und habe ein so blattförmiges Stück und ein so stacheliges genommen und habe das hier die Stiele aus der Mitte weg losgeschnitten. Dann die Blätter hier abgerundet auch losgeschnitten und dann hier bei diesen geraden Ästen einfach auch gerade entlang, so dass das Ganze eben lose wird. Und ja, mir gefällt es jetzt, hier ist mir das Stück immer etwas zu lang, da kürze ich noch ein bisschen und ja, dann sieht das meiner Meinung nach süß aus, ist ein kleines nettes Deko-Element und dann nehme ich mir die Seite, die nicht glitzert und trage ganz wenig Flüssigkleber hier auf und klebe das hier jetzt ins Eck. So, ich überlege gerade dieses Eck hier. Ich will, dass das Blatt oben ist. Das könnt ihr jetzt nur in einem Eck machen. Ich glaube, bei dieser Version lasse ich es jetzt in einem Eck oder ihr macht es wie bei meiner Erstversion hier in beiden Ecken. Ist beides schön. Ich lasse es jetzt einseitig. Und ja, das war's. Das Süßigkeiten-Werkzeugtäschchen, das weihnachtliche. Ja, vergesst nicht, heute auch wieder noch die Ideen von Bertha von Werkstickel, Manuela von Stempelmano und Martina von Fräulein Erdberli noch anzuschauen. Die Links zu ihren Blogbeiträgen verlinke ich euch unten in der Description. Außerdem findet ihr dann auch den Link zu meinem Blogbeitrag von diesem Projekt auf meiner Webseite www.stempel.at. Dort findet ihr auch die verwendeten Maße und Produkte nochmal. Und ich freue mich auf morgen, wo ich euch das letzte Projekt zu dieser Reihe zeige. Bis morgen dann. Tschüss.